Menschen, Homo sapiens, wir haben die Grenzen immer getestet, als Entdecker, Pioniere, Wegbereiter. Und jetzt macht Far Zenith einen Sprung in die Zukunft. Daher sind wir stolz, der Odyssee neues Leben eingehaucht zu haben. Far Zenith braucht für das, was unsere Regierungen schon in der Umlaufbahn abgeschrieben haben, weniger als ein Jahrzehnt. Doch das ist erst der Anfang. Wenn das Schiff fertig ist, reist die Odyssee mit ihrer Crew an einen Ort, wo noch niemand vorher war. Das Sirius-System. Dort wird die erste Kolonie der Menschen im All entstehen. Die Odyssee braucht 300 Jahre für die Reise. Doch wann immer wir in den Nachthimmel schauen, wissen wir, dass sie unterwegs ist. Und in den Worten unseres Gründers, dem verstorbenen Peter Jivumbe: Die wahre Natur der Unsterblichkeit ist... Daten beschädigt. Wiedergabe angehalten. Die Alten konnten in den Himmel fliegen? Zu den Sternen? Also, ja, quasi. Das Schiff, die Odyssee, sie ist nie am Ziel angekommen. Etwas lief schief und sie ist explodiert. Gab Elizabeth Ihnen deshalb ein Backup von Gaia? Für die Kolonie? Fehler. Präsentationsdatei beschädigt. Rekrutierungsdatei für Mitglieder verfügbar. Möchten Sie sie reaktivieren? Ja, reaktivieren. Mal sehen, was Sie sonst noch sagen. Wir alle kennen die Prognosen. Wirtschaftliche Instabilität, neue Infektionen, defekte KIs. Wie lange wird es dauern, bis eine Katastrophe die Elite in zu große Gefahr bringt? Wir bei Far Zenith glauben dem Unvermeidlichen zu entkommen. Also greifen wir nach den Sternen. Sie haben gesehen, was wir hier aufbauen. Die Infrastruktur für den Bau der Odyssee. Ein hochmodernes Rechenzentrum, das technologischen Fortschritt vereinfacht. Und Sie haben gesehen, wie wir die öffentliche Wahrnehmung steuern. Seien Sie dabei und investieren für Ihre Koje auf der Odyssee. Erhalten Sie Ihren Lebensstil überall, auch jenseits der Erde. Ja, den Untergang der Welt sahen Sie schon, aber Sie sahen noch nicht wie. Also war alles, was Sie damals über den nächsten Schritt der Menschheit sagten, eine Lüge. Diese Leute wollten nur ihre eigene Haut retten. Tja, aber es klappte am Ende nicht. Dieser Oswald sprach von einem Rechenzentrum. Da, das Backup. Das sollte da drin sein. Da kann ich nicht drüber schwimmen. Dann müssen wir außen rum. Komm schon. Okay. Und herzlich willkommen. Wirklich unglaublich, dass die Alten fliegen konnten. Sie konnten enorm viele Dinge. Gute und schlechte. Ja, guck dir mal die Berge da hinten an. Ganz so aus. Texturen reichen bis hierhin. Zwischen den Sternen. Also, was ist das für ein Spiel, ey? Wie Quake ist das Spiel, bitte? Heftig. Noch ist ja ein bisschen Tutorial-mäßig, ne? Das würde ich gerne auch, oder? Kann man sich da irgendwo ranziehen?
war das? Vielleicht kann mein Fokus hier helfen. Ran. Was ist das denn hier? Schaffe ich was? So ein Vieh. Das ist zu schnell. Oh. Hä? Angeberin! Nein. Wie hab ich denn das gemacht? Skimuskel. Kann ich mir selber reinsetzen. In den Logos. So. So ein Ding ist das. Hier ist von der anderen Seite, aber das, die andere Seite geht auf. Weiter rein in die unheimliche Ruine. Unheimlich. Unheimlich. Wie Geräusche hier. Über uns. Was ist denn das? Ich weiß nicht. Es könnte die Osseram getötet haben. Sei auf der Hut. Das ist nicht diese Schlange? Die habe ich auch schon gesehen. Jetzt platsch. Hier hoch. Eingesucht. Ach, das sind ja diese Babys. Vorsichtig. Wir wollen nicht, dass diese Dinger nach Hilfe von unten rufen. Leise. Nimm du den linken. Ich übernehme den da rechts. Okay. Ja, wenn das nur einer ist. Man kann auch nah. Die vom Nahen ausschalten, ne? Ich rücke vor. Ich muss mich anschleichen und ihn mit meinem Speer ausschalten. Er darf mich nicht sehen. Ich sollte erst scannen. Den Patrouillenweg prüfen. Okay. Da ist sein Patrouillenweg. Spur markieren. Und versteckt bleiben. Sie können wir auch markieren. Zur Ablenkung einen Stein werfen. Ihnen eine Position, ja, in der ich mich anschleichen kann. Ich muss nur den richtigen Moment abpassen. Und jetzt werfen. Jetzt kann ich ihn mit dem Speer ausschalten. Thank you.
Den anderen auch? Erwischt. Meiner ist auch erledigt. Okay. Ich sehe nicht mehr. Kann ja sein, dass er verkackt hat. Wo ist denn der? Ah ja, da oben. So, du bist ein Tuppes, ne? Du bist da so ein Tuppes. Du machst hier nicht gemutet. Mann. Muss ich jetzt wieder oben gehen. Davon sind noch mehr Maschinen. Wir beide sind dem gewachsen. Was ist da? Achso, er. Nur den hier. Mein Bogen ist bereit. Ja, Bogen wäre auch nicht schlecht. Bam! Alle erledigt. Okay, der holt dann die ganze Gruppe was her. Was ich ne? sagen wollte, was meinst du scheinst einen neuen Look zu haben. Ja, ich weiß. Ich hatte nicht viel Zeit, mich zu rasieren, als ich dir hinterher bin. Keine Angst, das ist nicht dauerhaft. Gab's ihn auch im letzten Teil? Entschuldige, dass mein Schnurrbart dich beleidigt hat. Weshalb? Wir haben nichts abgezogen bekommen, ne? Ist euch schon klar. Das ist schon einfach, ne? Ich hab auf normal übrigens, ne? Klar ist der Anfang ein bisschen einfach und, ne? Sind jetzt auch die einfachsten Gegner wahrscheinlich. Ach, guck mal, was haben wir denn da? Was wollte ich da von mir verstecken? Kisten, aber... Na komm. Oh, ist schwer. Die Plage hat wohl das arme Benedin hier erwischt. Das konnte nicht weg. Warum denn Füchse immer? Hä? Ich hoffe, es hat gibt's nicht keine gelitten. Anderen Tiere? Gibt's denn keine anderen Tiere? Aber ich muss jetzt gleich mal eine kurze Pause einlegen. Da kann ich den ersten Part schon mal rendern. Oh. Die Ossara müssen Sprengstoff gegen Maschinen eingesetzt haben. Ein paar haben sie erwischt. Ah, das sind diese komischen Böcke, ne? Oder? Ah ne, es sind die Wiese. Okay. Hier war wohl eine Barrikade. Die Maschinen haben sie durchbrochen. Wie wenig haben die dabei? Ein Metallschirm. Okay. Oh, das ist für später. Der Osseram konnte ihn wohl nicht mehr nutzen. Da müssen wir sowieso mal bei der stellen. Geh mal aus dem Weg, ey.
Vorsicht, da sind Fallen. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Ja, geh doch nicht zu nah. Sag sehr vorsichtig. Aber rennt er wie so ein Behinderter dahin. So, ein paar Sachen für später erbeutet. Pass auf, dass du nicht hochgehst. Hab sie entschärft. Ausgepustet. Und mehr Sachen bekommen. Hab sie ausgepustet. Sieht nach noch einem Lager aus. Vielleicht könnten wir selbst ein paar Fallen bauen. Könnte nützlich gegen die Maschinen sein. Gute Idee. Ja. Das ist nützlich. Sprengpaste. Okay. Ich habe jetzt alles für eine Falle. So, Sprengfalle fertig. Ja. Wenn irgendwas auf die drauf tritt, ist es ganz schnell vorbei. Nein, schön. Hier drüben, Aloy. Ich glaube, hier geht's hoch. Wie ist das nochmal gemacht? Nein. Oh, nee, ey. Da ist schon einer platziert. Ja, warte mal. Bevor wir da hochgehen, mach ich einen Cut. Ja. Also für mich. Für euch glaube ich nicht. Ja. Bisher sehr geil. Ist ja nur der Anfang. Und ja. Bis dahin. Ciao. Hey Leute, es geht hier weiter mit Horizon Forbidden West. Ich hoffe, ich bin ein bisschen lauter. War ein bisschen zu laut. Beim letzten Mal. Jetzt ist es zu leise. Was ist, hä? Achso. Hä? Sinn? Du kriegst keine Ausdaueranzeige wie bei Dying Light 2. Hä? Hey? Also. Maschinen. Uiuiui. Sie haben uns noch nicht gesehen. Aber du warst einfach gerade. Ich sollte mal scannen. Ich denke gerade, warum ist das so laut? Ich habe nämlich Kopfhörer auf 100. Voll nicht vertrieben. Scannen meinst du? Ich krieg die gar nicht in den Weich heute. Ja, wobei. Wie sind denn das? Das neue? Das neue, ne? Ich hab diese Maschine Wühler. Schon gesehen. Ein Wühler. Den kenn ich nicht. Schauen wir mal, wo seine Schwachstellen sind. Vielleicht sollten wir einen deiner Fallen in seinen Weg legen. Ja. Okay, ja. Das sind 8 Stück oder was? Au. Gar nicht so gut. Alles sicher. Gut, gehen wir weiter. Waren nur 2, okay. Waren nur 2 Training. Oh ja, echt viel. Waren das jetzt 2 hier? Fein? Haufen? Du kennst viele Ruinen der alten Welt. Also? Ach, das sind sie haben alle ihre oder? Geheimnisse. Aber jeder Ort ist anders. Ah, nee, das ist ein älterer. So. Wir sammeln viel zu viel ein, als das, was wir nehmen können. Rohstoffbehälter. Ui. Der ist ja Premium aus, ne? Das sah echt Premium aus, oder? Ah, wir haben noch genug Pfeile. Wo lang? Wo lang, du? Ja, alles kein Sneaky, aber ich bin irgendwie nicht so der Sneaky-Typ.
Weil irgendwann reicht es. Da will ich einfach nur vorankommen. Okay. Interessant alles. Umgebung ist echt interessant. Kann man mit was machen? Oh, eine Truhe. Wundervoll. Ich bin gespannt auch, wenn wir mal ins erste Dorf kommen. Dann können wir auch ein paar Krempel verkaufen. Wie komme ich denn da hoch? Warte mal. Ah ja, hier. Was war da? Die Maschine von vorhin ist wohl unterwegs. Hoffentlich kommt sie nicht zu uns. Das ist safe, die Schlange. Das ist safe, dieses schlangenartige Vieh. Wer könnte denn so einen langen Körper haben? Komm hier vor, wer Tomb Raider? Nicht so, nicht so. Okay, weiter geht's. Da draußen zieht ein ganz schöner Sturm auf. Ja. Sie werden stärker. Weißt du, warum mich das ein bisschen erinnert, der Anfang? Also die Stürme und die geplagten Lande, die Flüsse und Seen voller Algen? Wo sollst du alles gerade im ersten Teil. Ja, aber das geht nur, wenn ich das Backup finde. Ich glaube, wir schlängeln uns zum Rechenzentrum durch. Noch alte PCs. Wir müssen durch das große Gebäude da hinten rechts durch. Alter, mach mal hier. Seh meine Augen da. Alter Kranz. Was ist hier drin? Aloy, sieh dir das an. Wo bist du? Ja, wo ist er denn? Da ist mein Bester. Mein Jutster. Was machst du da? Was ist denn das? Daten. Autoblock. Du kannst sie mit dem Fokus scannen. Mal sehen. Oh, viele Glyphen. Die Daten erwähnen Technologie, die Farzenith mit Zero Dawn getauscht hat. Aber nichts darüber, woher sie ein Backup haben. Ich halte Ausschau nach mehr Daten. Wie er so tut. Jetzt habe ich auch das. Ich hatte auch schon nach der mehr Taten. Ich bin jetzt eine Spezialistin. Okay. Wir müssen wohl hochklettern. Ist hoch echt eine gute Idee, wenn das Vieh hier wohl rumschlängelt. Da geht's hoch, ne? Oder hier? Okay. Ja, da bin ich schon nicht runter. Warte mal. Ich weiß nicht, wo. Jetzt. Alles okay? Ja. Da gehen wir eher nicht lang. Ja, krank. Hätte ich nicht mit erwartet. Dann halt hier. Auch durch den falschen Weg genommen. Es ist ja auch 1000 Jahre alt. Eieiei, ein bisschen erschrocken. Sieht aus wie ein Besprechungsraum. Die Tür auf der anderen Seite ist verschlossen. Ist auch krass, wie alles hier. Das ist noch eins von den leuchtenden Dingern. Wie krass hier alles an Erde zugenommen hat, ist halt normal, ne? Dass die Erde mal mehr wird. Weil Pflanzen sind ja auch im Prinzip Erde. Die können sich ja auch in Erde wie nennt man das? Ach, egal. Anzu. Das Zero Dawn Terraforming System.
Eine Erfindung von Dr. Elizabeth Sobeck. Mit der Hilfe von neuen Unterfunktionen ist Gaia, der Kern des Systems, in der Lage, Planeten fortgeschritten zu entwickeln, was unseren Kolonialisierungsanstrengungen zugutekommt. Verfahren Phase 1. Das Ziel innerhalb von Projekt Zero Dawn etablieren. Status vollständig. Phase 2. Das Ziel wird insgeheim eine vollständige Kopie von Gaia, um ihren Unterfunktionen in das Rechenzentrum dieser Anlage hochladen. Wenn alles gut geht, erfahren die Zero Dawn-Angestellten rein nichts von der Übertragung. Risiken. Wird diese Operation entdeckt, könnte Zero Dawn die bereits verhandelte Apollo-Datenbank einbehalten. Travis Tate, der Hacker-Experte, der sich um das Hades-Protokoll kümmert, darf auf keinen Fall davon erfahren. Außerdem muss auch gegenüber Dr. Sobeck selbst äußerste Vorsicht gelten. Als eine der herausragendsten Technologinnen der Welt könnte sie unvorhergesehene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben. Die Exekutivzusammenfassung ist abgeschlossen. Beurteilung hängt an. Ich dachte, Elizabeth hätte das Backup hergeschickt, was nicht stimmt. Farzenith hat Gaia gestohlen. Aloy, warum sieht die Frau aus wie du? Weil wir ein Klon sind. Ist okay, Val. Wir sehen uns ähnlich, weil sie exakt ich ist. Gleiches Genmaterial. Aber sie war eine der Alten. Wie kannst du sie sein? Und zwar wurde ich nicht geboren. Ich wurde geschaffen. Von einer Maschine. Ich habe keine Mutter und wurde als Kind verstoßen. Ich verstehe das nicht. Welche Maschine erschafft einen Menschen? Erinnerst du dich, dass ein Backup eine Bedienungsanleitung ist? Es ist noch mehr. Sie heißt Gaia. Und lange Zeit kümmerte sie sich um die Welt, bis sie sich selbst zerstören musste. Dann schuf sie mich, um sie zu retten. Boah, mich stört dieses Asynchrone, ne? Die Einzige, die und hier ist meine letzte Hoffnung. Du hast mal gesagt, dass die Göttin zu dir sprach, als du in den Urmutterberg gingst. War das diese Gaia? Ja. Aber sie ist nicht die Göttin, Val. Es gibt keine. Woher weißt du das? Klingt, als hätte sie dir eine heilige Aufgabe gegeben. Ich habe viel darüber nachgedacht. Mit dem Fokus wirst du das auch, aber jetzt? Laut dem Bericht wollten sie die gestohlene Gaia-Kopie im Rechenzentrum lagern. Also müssen wir dahin. Okay? Da müssen sie aber nochmal dran arbeiten. Diese Asynchrone bei ihr ist richtig nicht on point. Sind die eigentlich ein Paar? Val und er, sie? Man merkt aber auch, dass die älter geworden sind, ne? Die Falten hier drüben waren nicht im ersten Teil. Ich habe was Nützliches für dich gefunden. Was ist das? Eine Waffe. Danke, Val. Rede mit Val. Wir sollten weitergehen. Nach dir. Hier? Oder wo? Sprengschleuder, Feuer. Okay. Ein Schleuder, Alter. Oh nein, sag mir nicht, dass ich die gleich benutzen muss gegen die Schlange. Oh nee, ne? Oh nee, ne? Ey, wenn jetzt gleich ein Bosskampf kommt, ich schwöre. Hier unten. Ich glaube, wir sind fast wieder draußen. Gut. Da, das muss die Maschine sein. Und sie ist in die gleiche Richtung unterwegs wie wir. Toll. Safe kommt's gleich zum Bossfight. Die laufen mal. Doch, so eine Maschine. Ich könnte die neue Waffe ausprobieren. Ah ja. Frostschleuder. Okay.